schleichen immer und... geradeaus, Alex. Okay. Transgenetikabteilung. In dieser Einrichtung hat Versailles viele dieser Kreaturen erschaffen. Ich sage es nur ungern, aber der Generator steht im hinteren Teil des Gebäudes, im Nordosten. Nordosten, alles klar. Oh, die sind ätzend. Wenn ich jetzt noch die Grizzly mal treffen würde... Und tot. Ach, Giftschaden ist schon eine feine Sache. Nochmal den Spaß. Ich glaube, an denen kann man sich auch nicht unbedingt vorbeischleichen, oder? Na, ich hab's schon lieber, wenn sie weg sind. Und natürlich müssen wir nach ganz hinten. Welche Überraschung. Immer geradeaus, Alex. Transgenetikabteilung. In dieser Einrichtung hat Versailles viele dieser Kreaturen erschaffen. Ich sage es nur ungern, aber der Generator steht im hinteren Teil des Gebäudes, im Nordosten. Ihr seht mich nicht. Ihr seht das zu. Mist. Hätte ja klappen können. Komme ich da noch gegen? Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Okay, machen wir hier mal auf. Ah, und da sind auch noch... irgendwas läuft da rum. Das ist wahrscheinlich ein roter Grizzly. Ich hoffe, das hier führt uns zum Ziel. Sieht aber schon mal ganz vielversprechend aus. Da ist nämlich der Turm. Ist da jemand? Nein. Hilfe! Hilfe! Hilfe? Ich kann dir nicht helfen. Im Westen ist jetzt aber eigentlich auch nicht so ganz richtig. Hilfe! Genau. Da war eine Kiste. Kisten sind immer gut. Inventar voll? Achso, das war der Alkohol. Den Alkohol will ich nicht. Was ist da drin? Oh, ganz viel Munition. Ich glaube, das nehmen wir jetzt tatsächlich mal mit. Ich glaube, das kann nicht schaden, dann nochmal zwei Clips mitzunehmen. Und die Spider-Bomb können wir nicht mitnehmen. Und dann haben wir noch eine Waffenmodifikation, aber ich glaube, hier können wir eh nichts mehr verbessern. Da haben wir schon zwei. Da haben wir schon zwei. Ach komm, dann können wir den Flammenwerfer nochmal verbessern. Oder auch nicht. Sniper Rifle. Ja, hier geht noch was. Zack. Zack. Jetzt, wenn jetzt die Waffenreichweite verbessert ist, müsste man sie ja doch fast mal benutzen. So, und ich frage mich, wo wir jetzt hier eigentlich sind. Ja, super. Das hat ja mal gar nichts gebracht hier. Nee. Ach Mensch. Dann habe ich das jetzt mal gespeichert. Das Hattie-Hülfe kenne ich nicht. Ozzel. Hattie-Hülfe? Nö, sagt mir gar nichts. Nichts. Oh nein. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Was haben wir denn noch so? Ich bin aber dann eher im Westen gelandet.
Und wir wollen ja eigentlich gar nicht in den Westen. Wir wollen ja eigentlich nach Norden. Da könnte man sich nochmal ausrüsten. Ach, dann gucken wir jetzt hier mal rein. Ah, hier gibt es dann sogar Munition. Und ein Security-Computer. Aha. Kamera aus. 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 Können wir hier noch irgendwas schießen? Ja. Perfekt. Gut, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh, hier liegt noch mehr Zeug rum. Russische Biomodifikationstechnik. Uns wurde ein moderner Modifikationsprototyp zugespielt. Angeblich haben ihn russische Forscher im Untergrund entwickelt. Die Technik ist beeindruckend, gleichzeitig aber beunruhigend, ja fast schon alarmierend. Wir müssen die Tests fortsetzen, vielleicht an den Transgenikern. Energy Cell. Beruhigen Sie sich. Ich glaube, wir haben ein weitaus ernsteres Problem. Ich glaube nicht, dass einer von uns die Käfigfelder deaktiviert hat. Ich fürchte, das waren Sie selbst. Und ich fürchte, dass da draußen jetzt etwas ist. Da draußen ist was. Ob ich das gut finde. So, habe ich jetzt den hier eliminiert? Ich glaube, ja. Der Turm müsste doch jetzt aus sein, theoretisch. Genau, den hatte ich ausgeschaltet. Ja. Na komm. Speichern wir nochmal. Oh. Mistvieh. Keycode required. Habe ich nicht. Oha. Okay. V. V wir sind da. Und dann essen wir hier erstmal wieder ein bisschen was. Essen ist auch bald alle. Schade. Was bist du? Ah. Der kann uns heilen. Oh nein, geh nicht auf den Roboter. Nicht, dass der Roboter am Ende wieder dran glauben muss. Komm, heil mich nochmal bitte. Sei ein braver Roboter. Dankeschön. Uns geht hier langsam der Strom aus. Wir müssen ein Power-Up verbringen. Das Überleben steht an erster Stelle. Wir haben keine Ressourcen mehr für die Experimente. Es wird Zeit, die Grays nicht mehr zu füttern. Was? Grays werden nicht mehr gefüttert, das ist aber auch nicht gut. Was haben wir hier? Nix. Deko. Zwei Medikits. Ah, komm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Von den Kisten haben wir bisher so wenig aufgemacht. Gut, also hier drin. Fennings Tagebuch. Wirse Live, Antarktis Station, Eintrag Nummer 75. Keine Nachricht vom Expeditionsteam. Kein Zeichen von der Außenwelt. Wir verrecken hier. Nur den Grays und Grieseln scheint es richtig gut zu gehen, seit sie frei sind. Sieht aus, als hätten wir gute Arbeit geleistet. Das hier ist also ein schöner Bonus. Von da bin ich gekommen. Dann gehen wir doch mal diese Richtung weiter. Generator Rooms. Ja, perfekt.
Gut. Setzen Sie ihn einfach wieder in Gang und schon hat das Minutensignal wieder Strom. Ja, erstmal muss ich nur dieses Mistvieh hier noch ausschalten. So. Das lassen wir mal zu. Und was haben wir da? Fennings Tagebuch. Wirselife Antarktis-Station, Eintrag Nummer 72. Sie sind schon seit Tagen weg. Ich wusste, dass diese Expedition eine idiotische Idee war, aber wir hatten ja keine Wahl. Das Kommunikationssystem ist nicht gestört. Da draußen ist einfach niemand mehr, mit dem man sprechen könnte. Uns kann niemand mehr helfen. Es muss etwas Schreckliches passiert sein. Ah, da hätte man auch rauskommen können. Yay. Aktivieren Sie jetzt das Signal, damit Ihr Pilot landen kann. Return to Cairo, activate Bacon, ja. Die Frage ist, das Bacon habe ich dabei, oder? Muss ich das hier drin machen? Nein, nein, hier ist keiner. Ach, das ist der. Ja? Sie haben mich gefunden. Hey, wo ist Ihr Anzug? Sind Sie einer von uns? Einer von uns? Nein. Wer hat Sie denn geschickt? Sie sehen modifiziert aus. Vielleicht bin ich das. Hey, glauben Sie nicht, dass wir alle Fanatiker sind. Mir sind Modifikationen egal. Meine Einheit sollte hier unten einen Öffnungsmechanismus für Dentons Bunker finden. Plötzlich hat uns eine Horde Mutanten angegriffen. Tja, und jetzt bin nur noch ich übrig. Wie sind Sie denn da drin gelandet? Eines dieser Biester hat mich in die Ecke getrieben. Da habe ich mich in Panik eingesperrt. Können Sie mich hier rausholen? Das Schloss dürfte kein Problem sein. Warum soll ich den rausholen? Aber das Gitter zum Schutz zugezogen. Ich konnte ja nicht wissen, dass es einrastet. Nö. Du darfst da bleiben. Templer. Pff. Der hätte uns doch sonst eh gekillt. Okay, dann gucken wir mal, ob wir den Weg hier wieder zurückfinden. Bis zum Tod. So. Spuren einer Oh, ich war gemutet. Wie lange war ich jetzt gemutet? War ich lange gemutet? Ich hoffe nicht. Wenn doch, dann war es halt eine ruhige Folge bis jetzt. Aber, schon ein bisschen blöd. So, Helipad. Kann ich jetzt irgendwo ein Becken aktivieren? Nö. Holt mich ab! Meet Eva Johnson Helicopter outside the abandoned Versalife Base. Rescue the Trapper Templar by unlocking the doors of a cell. Nö. Find the pilot beacon and activate it to signal your pilot. It is outside the front of the facility near the hut. Was ist denn der Hut? Was ist denn der hat? Wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das übersetzen soll. Hütte. In der Nähe der Hütte. Ist draußen in der Nähe der Hütte. Nee, nee. H-U-T. Hier muss irgendwo
Ist das hier die Hütte eigentlich? Welche Hütte ist denn gemeint? Muss ich jetzt doch nochmal zurück? Gucken wir hier doch nochmal rein. Größe Live-Satellitenbasis 529. Übersichtskarte. Dann will ich fragen, wo der verdammte Billardtisch hin soll. Ah. Okay. Karte kann natürlich nicht schaden. Dass die dann aber auch mal ganz hinten sein müssen. So, hier haben wir Landing Pad, Building 2 to Underground Base, Satellite Station, Building, Underground Stage. Office, Holding Cells, Generator Lab. Ja, da waren wir ja schon drin. In der Nähe der Hütte. Find the pilot beacon and activate it to signal your pilot. It is outside the front of the facility. Near the hut. Die Front der Facility. Also vielleicht hier doch in der Satellite Station, würde ich sagen. Das könnte sein. Wäre natürlich... Da müssen wir jetzt hier doch wieder ein bisschen... Power Generator, da waren wir schon. Helipad. Da denkt man, man hat es geschafft. Man ist dann doch wieder völlig unschlüssig. Ja, hier geht da ist das Satellite-Ding. Vielleicht da drin. So, können wir den jetzt vielleicht doch irgendwie... Nee. Den kann ich nicht hacken. Müssen wir doch einmal außen rumlaufen. Aber na, wie komme ich denn dann... Ich weiß, dass da jemand ist. Hast du ja recht. Ein geringes Opfer. Yo. Da läuft auch schon wieder einer rum. Ich speichere nochmal eben. Okay. Rauchen verboten. Oh. Au. Wo ist denn... Da ist er. So, nochmal hier wieder ein bisschen heilen und... Boah. Der muss dran glauben, das hilft nix. Mist. Wäre von hinten doch besser gewesen. Jetzt ist er aber wirklich vernichtet. Mistding. Oh nein, der Pinguin auch. Pinguin. Oh nein. So, rein hier. Was ist da? Ein Multitool. Installation eines Pilotensignals. Chat, keine Ahnung, was wir mit diesem Ding sollen, aber Dan will, dass wir es aufbauen. Es ist ein Pilotensignal, stammt aus einem WTO-Programm zur Automatisierung des Luftverkehrs, glaube ich. Angeblich sollen alle neuen Flugobjekte mit diesem System überwacht werden und natürlich alle Flughäfen, egal wie groß sie sind. Naja, zieh dir jedenfalls etwas Warmes an. Julie. Gut, dann können wir damit jetzt interagieren. Gucken, vielleicht kommen wir aber auch hier nochmal eben rein. Kommen wir.